Yo Freunde, was geht und herzlich willkommen zu diesem Video. In dem heutigen Video wollte ich mal ein bisschen was erzählen. Und zwar habe ich einen neuen PC bekommen. Das heißt, ich kann jetzt alle Games spielen, alle PC-Games, aber auch Handy-Games über BlueStacks. Also schlagt mir auf jeden Fall PC-Games oder eben Handy-Games aus dem Play Store vor, die ich spielen soll. Schlagt mir gerne eure Lieblingsgames vor. I don't know, schlagt mir irgendwas vor. Ich kann alles spielen. Freut euch auf jeden Fall auf mega geile Videos. Okay, nice. Ja, mal schauen, wie es so ist gleich. Ah, Shift ist schießen, okay. Und E ist Ult, okay. Man kann aber auch so. Was ist das denn? Oh mein Gott, das ist voll komisch. Man kann auch so schießen mit der Maus. Man kann aber auch Auto-Aim mit Leertaste. Das fühlt sich so komisch an. Ah, da kommt ein Spike, okay. Ah, aha, aha. Okay, wir machen auf den Camper. Auf den kleinen scheiß Camper. Mann, dieser dumme Sack. Ich kack ab. Das macht echt keinen Spaß. Das ist zu schlecht. Wenn ihr mal ein paar mehr Runden Brawl Stars sehen wollt, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Junge, das ist so komisch. Excuse me. Zu guter Letzt sind wir hier in Roblox Murder Mystery. Ich will nur kurz sagen, ihr seht wahrscheinlich ein fettes Wasserzeichen so mitten auf dem Bildschirm. Das liegt daran, dass ich mit einem neuen Schneideprogramm schneide und die Pro-Version kostet ein bisschen was. Ich wollte mal ein Video damit austesten, wie es so ist, ob man damit gut schneiden kann. Und im nächsten Video sollte ich auf jeden Fall kein Wasserzeichen mehr haben. Nur so, um das zu erklären. Danke auch übrigens für die 600 Abos, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. Ich habe jetzt 600 Abos. Also schreibt mir auf jeden Fall Games in die Kommentare, falls ihr ein Game, was ich hier gerade spiele, auch nochmal in ein bisschen länger sehen wollt. Oder vielleicht auch mit einem YouTube-Kollegen. Und auch ein Stream. Seid alle dabei. Wir werden im Brawl Stars alle Brawler über 500 pushen. Weil die Season bald endet. Ja. Ansonsten würde ich sagen, es hat sehr viel Spaß gemacht.